Guten Morgen. Meine Präsident, ich bin so froh, dass das Bild weg ist, muss ich gestehen. Ich glaube, das kommt von irgendeiner Cebit. Das sah sehr cool, sehr komisch aus. Anyway, gut. Ja, Energieeffizienz versus Rechenleistung kann man, ist in sich schon ein schwieriges Thema dieser Tage, weil die Welt hat sich massiv geändert. Eigentlich geht es nur noch um Energieeffizienz. Was ja beinhaltet, dass man auch immer noch effizient rechnet und schnell rechnet. Ich entführe Sie heute in wirklich sehr kleine Details. Ich versuche es so gut, es mir möglich ist, es zu erklären und auch letztlich eine Geschichte dazu zu erzählen, weil wir vor einigen Jahren ziemlich stark unter Druck waren und ich würde Sie ganz gerne mit auf eine Reise nehmen, die wir auch machen mussten. Bei uns war sie etwas kritischer, weil wenn wir das nicht geschafft hätten, dann stünden wir jetzt nicht so da, wie wir heute dastehen als Unternehmen. Aber es betrifft natürlich dann einen größeren Bereich. Und deshalb ist der Titel der Präsentation auch letztlich, dass es nur um Details geht. Ja, es geht zwar auch um klein, aber am Ende des Tages geht es um Details. Und bevor ich aber jetzt einsteige, möchte ich kurz den Rahmen setzen und habe unsere Vision aufgelegt. Und bei Vision fällt mir eigentlich immer Helmut Schmidt ein, der da gesagt hat, wer Visionen hat, sollte besser zum Arzt gehen. Und wahrscheinlich hat er nicht ganz Unrecht, aber es setzt ganz schön den Rahmen dessen, was wir machen wollen. Denn wir möchten ja natürlich Technologie so weit wie möglich verbreiten. Denn wenn wir das schaffen und wenn die Leute Technologie verwenden und technische Geräte verwenden, ist natürlich die Chance dessen, dass dort ein Intel-Prozessor oder eine Intel-Komponente drinsteckt, relativ groß. Was das aber auch bedingt, das ist zwar ein hehrer Geschäftsanspruch, den man da hat, was das aber auch bedingt ist, dass ich natürlich die Produkte habe, die eben in alle diese Geräte, die da vielleicht mal irgendwann kommen mögen, auch hineinpassen. Das heißt, dass ich auch das liefern kann, was dann bedingt, was dann gebraucht wird. Ja, dass sie energieeffizient sind, dass sie extrem energiesparend sind oder dass sie eben die Leistung bringen, die ich vielleicht im HPC-Bereich, High-Performance-Computing-Bereich haben will und auch brauche. Und weil das so ist, habe ich gesagt, wir schauen uns jetzt mal die Details an. Ich habe das zweigeteilt. Im ersten Teil ist es wirklich sehr technisch. Im zweiten Teil gehe ich etwas auf die betriebswirtschaftliche Seite ein. Was kostet denn das Ganze überhaupt? Was muss man machen? Wie lange hat man Zeit, eine Fabrik zu bezahlen zum Beispiel? Was kostet eine Fabrik? Und warum ist es so wichtig, dass man relativ schnell wieder neue einführt? Gut, das erste, das Moore'sche Gesetz. Der Gordon Moore hat das Ganze mal benannt. Sein erster Wurf, also seine erste Abschätzung mit dem Gesetz hat übrigens nicht so gepasst. Das war in den 60ern. Da hat er gesagt, dass er glaubt, dass so alle 12 Monate sich die Anzahl der Transistoren auf einer gegebenen Chipfläche verdoppeln würde. Das hat er dann revidiert in den 70ern und hat gesagt, naja, es sind wahrscheinlich eher so die 18 bis 24 Monate und da verdoppelt sich dann die Anzahl der Transistoren. Jetzt arbeitet das ganze Unternehmen darauf hin, das zu liefern. Und die Folie sieht sehr abstrakt aus, weil was wir hier sehen, sind Elektronenraster, Mikroskopaufnahmen und sie gehen halt bis zum heutigen Tag und darunter stehen die Nanometer, das sind Herstellungsprozesse, also Herstellungsstrukturen. Und wenn man sich eine Herstellungsstruktur vielleicht als einleitendes Element vorstellt, wenn man sich einen Chip aufmacht, und ich habe auch einen Wafer dabei, den können wir uns nachher mal anschauen, auf dem sind Chips, also das Innenleben eines Chips, was letztlich Die genannt wird, wenn man sich das anschaut und von oben drauf schaut, dann sieht es aus, als würde ich von oben auf New York schauen. Da sind viele quadratische Elemente und es sind viele Striche in der Mitte, also Verbindungen. Sehr, sehr klein und das ist eine Struktur. Und diese Strukturen, wenn ich dann noch weiter reingehen würde, haben eine bestimmte Größe. Und 1999 hat man noch hergestellt auf einer Strukturgröße von 180 Nanometer. Nanometer, 10 hoch minus 6 Meter. Das heißt, das ist schon sehr klein gewesen. Aber es war eben noch nicht sogenannte zum Beispiel Nanotechnologie. Nanotechnologie bezeichnet man ja immer als etwas, das unter 100 Nanometer ist. Das haben wir dann erst geschafft 2003. Und dann ging das immer so weiter und bis heute sind wir jetzt bei den neuesten Produkten, die jetzt im April wurde ein Teil der Produkte vorgestellt, ein zweiter Teil wird dann später vorgestellt, noch in diesem Quartal, auf 22 Nanometer. Und ich komme auch gleich ein bisschen dazu, vielleicht Vergleiche zu zeigen, was heißt denn das überhaupt, 22 Nanometer. Was ich aber als allererstes tun möchte, ist, wir hatten an dieser Stelle hier, beziehungsweise an der Stelle, um genau zu sein, ein ziemlich großes Problem. Und deshalb sage ich jetzt, würde ich Sie ganz gerne auf eine Reise mitnehmen in den Transistor, in das, was da passiert. Und das schauen wir uns jetzt mal an.
Das ist exemplarisch dargestellt, ein Transistor. Ein Transistor, ich weiß, wir haben E-Techniker im Raum, ich weiß, wir haben aber auch angeblich Betriebswirtschaftler im Raum. Ein Transistor ist letztlich ein Schalter. Ja, wenn ich hier oben Strom anlege, fließt da unten Strom durch, das heißt, der Schalter ist an. Es gibt auch andere, die reagieren andersrum, aber jetzt mal der Einfachheit halber ist es so. Das heißt, hier oben einschalten, unten fließt Strom. Das ist ganz simpel das, was wir haben. Auf so einem Prozessor, den man heute handelsüblich kauft, im Laden, Core i5, Core i3, was auch immer, da sind so, je nachdem welche Bauart das ist, zwischen 600 Millionen und 1 Milliarde Transistoren drauf, also solcher Stücke. Und das ganze Ding ist so groß wie mein Fingernagel. Und was man jetzt macht, ist, man verkleinert also permanent. Wir haben es ja auch gesehen, 130, 90, 65 und so ging es immer weiter. Das heißt, man verkleinert diese Strukturen. Man verkleinert die Strukturen, weil man Energie sparen will, auf der einen Seite. Und man möchte mehr Transistoren auf eine gegebene Chipfläche kriegen. Ich ziehe jetzt mal schnell den Wafer raus. Und wie gesagt, den können wir, entweder lasse ich ihn rumgehen, obwohl er im Dunkeln jetzt, habe ich mir überlegt, nicht so gut anzusehen ist. Also es ist letztlich so eine große runde Scheibe, sieht aus wie eine LP. Und darauf werden einer neben dem anderen die Innenleben für einen Prozessor gemacht. Und je kleiner ich diese Innenlebenanteile mache, also letztlich wie Stadtteile, desto mehr bekomme ich davon auf diesen Wafer. Das heißt, meine Kosten pro Stück gehen nach unten. Auch wenn es sehr aufwendig ist, den zu machen, aber dennoch, je mehr ich auf dieses Stück kriege, desto mehr Variable, also desto weiter reduziere ich meine variablen Stückkosten. Wenn ich ihn rumgeben soll, soll ich ihn rumgeben oder wollen wir es nachher anschauen, das gute Stück, im Licht? Licht? Machen wir es im Licht. Gut. So, und jetzt geht es darum, die immer kleiner zu machen. Und das haben wir auch gemacht, wie wir gesehen haben, Jahr zu Jahr. Und jetzt gibt es eine Stelle an dem guten Stück, das verursacht Kopfschmerzen. Das verursacht gerade deshalb Kopfschmerzen vor dem Hintergrund der Energieeffizienz oder des Energiesparens. Und das ist diese ganz dünne Stelle da unten, die heißt das Dielektrikum im Gate. Dieses Stück, dieses kleine Ding da unten, das wurde gemacht in der Vergangenheit immer aus Siliziumdioxid. Das hat man über Jahre gemacht und das Ding, das war am Anfang, als man angefangen hat, das war 1971 mit dem 4004, das war der Prozessor, der erste, den wir da hatten, der hatte 2300 Transistoren übrigens, sehr nett, heute reden wir über Millionen und bei dem war das Ding 100 Nanometer dick, also es war einfach 100 Nanometer hoch. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf das Jahr 2003, da haben wir einen 90 Nanometer Prozessor gehabt, also einen Prozessor, der auf 90 Nanometer Herstellungsverfahren hergestellt wurde, diese Stelle da war zu dem Zeitpunkt 1,2 Nanometer dick. 1,2 Nanometer, das sind 5 Lagen Atom. Mehr nicht. Und das Problem ist, hier oben fließt dann immer was durch. Das ist jetzt auf dem nächsten Bild schön zu sehen, wir haben es dünner gemacht und da fließt was durch. Das soll ja auch so sein, manchmal soll das so sein. Dummerweise, wenn der aber ausgeschaltet ist, dann soll da nichts durchfließen. Und da floss die ganze Zeit was durch und das wurde immer mehr. Und ich kann nicht mehr unter 5 Atomlagen gehen. Das war uns 2000 irgendwann auch klar. Dann haben auch wir begriffen, da müssen wir was machen. Und wie gesagt, 2003 kam noch ein Prozess, da waren das hier 1,2 Nanometer. 2005 kam der nächste, da waren das auch noch 1,2 Nanometer. Aber da war dann Schluss. Das heißt, im Jahre 2000 haben wir angefangen zu forschen, was können wir denn machen? Wie können wir denn dieses Material ersetzen? So, jetzt fangen wir da mal an, dieses kleine Stückchen da. Wollen wir ersetzen, weil... Nehmen wir zum Beispiel einen Prozessor. Ein Prozessor auf der Technik hier hat im Nichtstun-Zustand, Idle-Zustand, hat er 8 Watt verbraucht. Wenn ich die runterkriege auf 3 Watt, kann ich mit Milliarden von installierten Geräten rund um den Globus unfassbar viel Energie sparen. Unfassbar viel. Ich darf aber die Leistungsfähigkeit nicht einschränken. Und ich habe dann übrigens meinen Pfad natürlich auch nach vorne hin noch weiter offen. So, dann haben wir uns überlegt, okay, wir brauchen ein anderes Material. Dann ist man durch das ganze Periodensystem gegangen, ist dann drauf gekommen, und ich mache das ein bisschen schneller jetzt, man ist dann drauf gekommen, ja, Hafnium könnte ein gutes Material sein, weil das hat Eigenschaften, das isoliert auf der einen Seite und lässt aber auch sehr kontrolliert Strom durch oder Elektronen durch auf der anderen Seite. Und sowas brauche ich. Das ist ein sogenannter Insulator. So, den habe ich jetzt gefunden. Jetzt sagen wir mal, jetzt haben wir Hafnium gefunden. Da waren alle ganz happy, haben gesagt, so von seinen elektrischen Eigenschaften könnte der passen. Dann haben unsere Leute in der Fabrik angefangen, einen Kondensator erstmal zu bauen. Kein Transistor, wir bauen einen Kondensator, das heißt ein Stück, das Ladung aufnimmt und Ladung wieder abgibt.
Und das relativ kontrolliert. Dummerweise mit dem Herstellungsverfahren, das wir gewählt haben, hat sich dieser Kondensator überhaupt nicht so gut verhalten, wie wir uns das vorgestellt haben. Denn es kam nicht immer unbedingt das raus, was wir reingetan haben vorher. Es ist ziemlich blöd, wenn man das bei einem Transistor hat und wenn man den noch millionenfach drauf hat, dann funktioniert das gute Stück am Ende des Tages nicht. Das heißt, wenn nicht genau das Gleiche rauskommt, was ich reintue, habe ich ein Problem. Dann hat man sich angeschaut, das ist ein Herstellungsproblem gewesen. Man hat sich angeschaut, dass die Hafniumschicht, die an eine andere Schicht angrenzte, auf den ersten Blick zwar flach und plan aussah. Hat man sich es genauer angeschaut, gab es kleine Wellen da drauf. Diese kleinen Wellen haben dazu geführt, dass eben nicht unbedingt immer alles rauskam, was man reintat. Dann hat man sich überlegt, wie kann ich denn das jetzt lösen? Und ist drauf gekommen, naja gut, vielleicht schaffen wir es ja, Atomlagen einzeln aufzutragen. Das heißt dann Atomic Layer Deposition. Und dann hat man ein Verfahren gewählt, in dem man Gas in einen kleinen Zylinder, und jetzt muss man sich vorstellen, das ist natürlich ein sehr, sehr kleiner Zylinder, schießt das Gas, lässt die Atome nebeneinander dort aufliegen. Dann kann man die nächste Variante Gas drauf tun, machen die das wieder. So, jetzt hatte man also dieses Problem gelöst, so jetzt hat unser Kondensator funktioniert. Also hat man sich gedacht, na gut, fein, jetzt haben wir den als Kondensator. Dann können wir den jetzt ja mal zusammentun mit dem Polysilizium da oben und dann schauen wir mal, was passiert. Man hat festgestellt, das ist auch schön, aber der schaltet total langsam. Der schaltet nicht schnell genug. Und wenn so ein Ding nicht schnell schaltet, dann nützt mir auch ein Transistor nichts, noch so kleiner ist, weil dann ist er langsam und dann kriege ich die Leistung nicht. Also hat man sich überlegt, da oben das mit dem Polysilizium funktioniert nicht, weil da sind Elektronen sehr weit auseinander, das hilft mir gar nicht. Und da unten habe ich sehr eng, habe ich einen sehr großen kapazitiven Effekt. Also hier unten würden dann diese Elektronen, die wir jetzt da gerade sehen, die würden nicht so durch die Gegend fahren, wie sie das gerade tun, sondern die fahren so. Und wenn die so durch die Gegend fahren, sind sie langsam. Und das kann ich auch nicht tolerieren. Also hat man sich überlegt, naja, wahrscheinlich brauche ich etwas, das hier oben die Elektronen sehr viel dichter gepackt hat. Das wäre Metall. Also hat man versucht, Metalle zu finden, Metallkombinationen zu finden und hatte dann im Jahre 2003 haben wir dann, also 2000 haben wir angefangen mit der ganzen Suche, 2003 hatten wir dann also einen Transistor, der hatte ein sogenanntes Metal Gate, also ein Metall Gate mit Hafnium, das ist ein High-K-Material, deshalb hat man das Ganze dann High-K-Metal Gate genannt. So, und das Ganze hat relativ gut funktioniert, das hat man nämlich dann auf einem sehr alten Prozess ausprobiert. Und da hat man gesehen, das funktioniert. Hier unten habe ich sehr viel Strom, der fließt auch recht schnell. Da oben, da ist, die Tür ist zu, wenn sie zu sein soll. Das heißt, ich habe keine Leckströme. Und ich habe hier unten auch keine großartigen Leckströme. Das heißt, das sieht sehr gut aus. Was einem dann aber aufgefallen ist, naja, früher habe ich, also zu der Zeit dieser Transistoren, hat man Transistoren so hergestellt, dass man gesagt hat, man baut erst diesen Turm in der Fabrik. Und dann setzt man die beiden da unten dran. Das heißt Gate first. Das kann man auch machen mit so einem Material wie Polysilizium. Aber man kann es nicht machen mit Metall, weil die Temperaturen zu hoch sind und mein Turm würde zusammenschmelzen, wenn ich den zuerst baue. Jetzt kann man aber in der Halbleiterei nicht einfach sagen, na gut, dann machen wir es halt umgekehrt. Dann brauchen wir halt eben erst das Source und Drain und dann den Turm in die Mitte. Das geht ja dann auch, oder? Also so trivial ist es zumindest nicht. Und das heißt, wir haben also begonnen, uns zu überlegen, welches Verfahren können wir anwenden, damit wir den Turm zuerst bauen und dann die beiden Außenbereiche. Das war relativ schwierig, es war ein relativ aufwendiges Verfahren. Das haben wir jetzt aber auch hingekriegt und siehe da, jetzt hat man das bekommen, was man will. Man hat nämlich jetzt ein plötzlich High-K Metal Gate dazwischen, man hat einen Transistor, der sich so verhält, wie man das will. Und man kann jetzt über bestimmte Elemente da drin sehr schön steuern, ob er mehr leisten soll oder ob er weniger Energie verbrauchen soll. Das kann man sehr schön über diesen Kanal da unten machen. Die Kanallänge bestimmt dann, mit wie viel Spannung ich das Ding schalten muss, wie viel Spannung ich brauche, bis er schaltet. Fällt das deutsche Wort nicht ein. Das heißt, jetzt habe ich ein Produkt, das es mir erlaubt, erstens verkleinert zu werden, weil die Schicht da drin plötzlich wieder dicker ist und das Material auch ein anderes ist. Ich habe ein Produkt, das, wenn es nicht arbeitet, auch keine Energie verbraucht oder nur sehr wenig Energie verbraucht. Und ich habe sogar noch ein Produkt, einen Transistor, den ich über die Kanallänge
für andere Dinge verwenden kann. Also ich kann den für unterschiedliche Einsätze benutzen. Und wir sehen später, dass man das braucht. Wieder speziell vor dem Hintergrund Energie sparen. Aber ich habe auch ein Produkt, das bis zu 25% schneller schalten kann oder bis zu 50% weniger Energie verbraucht. Das sind die beiden großen Variablen außenrum, rechts und links. Da wäre ich nie hingekommen, wenn wir das nicht hingekriegt hätten, dann wäre hier, wenn ich mal schnell zurücklaufe, dann hätten wir dieses schöne Bild, dieses hier, nicht gehabt. Dann wäre nämlich der Spaß hier höchstwahrscheinlich vorbei gewesen. Es ist wirklich so. Und wir haben das Ganze circa 2006 in einer Fabrik in Oregon wirklich so weit gebracht, dass man das dann auch verkleinert herstellen konnte, eben auf dem 45-Nanometer-Prozess. Und wie gesagt, es ist wichtig, und ich zeige das jetzt nochmal in einer anderen Art und Weise, warum diese Prozessgrößen so ein wichtiges Thema sind. Das ist das Resultat gewesen aus dem 45-Nanometer-Prozess, High-K Metal Gate, also das Metallgate, und Hafnium als Element dazwischen, als High-K-Material. Und dann sieht man das. Ich kann plötzlich zweimal die Transistordichte machen. Das ist natürlich getrieben durch die 45 Nanometer. Aber ich habe 20% höhere Schaltgeschwindigkeiten. Oder ich fokussiere mich auf die Reduzierung der Leckströme. Die sind die fünfmal kleiner. Und ich habe generell 30% weniger Schaltstrom. Das heißt, wenn ich weniger Schaltspannung ist es eigentlich, aber ist egal. Wenn ich das habe, dann heißt es für mich, ich habe reduzierten Energieverbrauch. Und wenn ich das dann anwende auf ein paar hundert Millionen dieser Transistoren auf dem kleinen Plätzchen per Siliziumplättchen, dann wird plötzlich auch ein Schuh draus und dann funktioniert das Ganze relativ gut. Hier sehen wir mal einen Größenvergleich, das war ganz wichtig. Das ist ein Produkt auf 65 Nanometer hergestellt. Da war die Dyefläche zweimal die 143, also Quadratmillimeter. Das heißt, wir haben 286 Quadratmillimeter, haben dort 582 Millionen Transistoren draufgebaut, was sich zum Beispiel da niederschlägt, dass man 8 Megabyte Cache zur Verfügung hatte. Das ist ein Serverprozessor gewesen. Dann hat man das Ganze mit dem neuen Prozess hergestellt, 45 Nanometer. Meine Dyefläche 214 Millimeter, schon mal signifikant kleiner. Meine Transistoranzahl 820 Millionen Transistoren, signifikant größer. Der Energieverbrauch von dem Ding da, von dem Teil, lag unter dem von dem da. Seine Leistung im Betrieb lag, also in der die Arbeitsleistung, die er gebracht hat, also die Prozessorleistung, lag massiv drüber. Das heißt, ich habe mein Ziel, das ich haben wollte, habe ich erreicht. Durch dieses kleine Element, ich musste die Elektrikum ersetzen in meinem Gate. Also unfassbar klein, ein unfassbar kleines Detail, das die Sache dazu gebracht hat, dass man jetzt so weitergehen kann. Und das hat es dann natürlich erlaubt, auch noch weiterzugehen. Von den Dingern wurden dann seit der Zeit 1,1 Milliarden verkauft. Das heißt, man kann das auch in Stückzahlen herstellen. Es geht hier jetzt weniger um die Größe, sondern einfach zu sagen, man kann das in Volumen herstellen, in Fabriken und so, dass es auch letztlich lukrativ ist, weil man braucht nämlich relativ viel Kapital, um eine neue Fabrik zu bauen. Übrigens, dieser Entwicklungsprozess alleine hat 30 Millionen Dollar gekostet. Nur der Entwicklungsprozess von diesem Element, von dem ich gerade sprach. So, und jetzt ist man schon ein Stück weiter. Jetzt ist man zur nächsten Transistorgeneration gegangen. Die heißen Tri-Gates. Da nerve ich aber jetzt nicht mit den Details, sondern das ist halt ein Transistor, der im Kern erstmal so ist. Vorher waren die Transistoren flach, also planar. Und hier hat man den jetzt nach oben gezogen. Indem man dann dreidimensional wird, hat man mehr Fläche. Mit mehr Fläche habe ich geringeren Widerstand und kann dadurch natürlich mit sehr geringen Strömen arbeiten. Und dann sieht man das an solchen Kurven. Hier steht das Gate Delay. Das heißt, das ist die Verzögerung des Gates. Und was ist meine Spannung, die ich brauche, um den dazu zu bringen, zu schalten. Und wie viel Spannung muss ich anlegen, damit er schnell schaltet? Man sieht es, wenn er schnell schalten soll, muss ich mehr Spannung anlegen. Wenn er langsamer schaltet, lege ich weniger Spannung an. Sieht man da. So, wenn man die Extreme sich anschaut, im Vergleich zu einem Prozess, einem Vorgängerprozess, das ist der, den man heute üblicherweise noch kauft, das sind die Prozessoren, die man heute üblicherweise kauft. Und das hier ist der Prozess für Prozessoren, die wir in Kürze wahrscheinlich kaufen werden oder die wir in Kürze dann auch anbieten. Wie gesagt, einen Teil dieser Prozessoren haben wir schon angekündigt im April, aber die Masse, das Volumen kommt da jetzt erst später, also Ende des zweiten Quartals. Und dann sieht man, man ist entweder
kann man 37% schneller sein oder man kann 18% schneller sein. Je nachdem, in welchem Spannungsfeld ich mich da bewege. Damit habe ich schon so zwei Ausgangsvariablen, wie ich sowas steuern kann. Wird dann übrigens auch dynamisch gesteuert innerhalb des Prozessors. Für uns alle natürlich unsichtbar, vollkommen transparent. Das ist das eine. Wenn man sich aber das anschaut, das ist das Wichtigste. Im Mittel bin ich bei 0,2 Volt Schaltspannung weniger. So, wenn ich mir jetzt überlege, dass die Dinger ja, mit 4 Gigahertz oder mit 3 Gigahertz betrieben werden, das heißt, wir reden über 3 Milliarden Mal pro Sekunde. Naja, mit Millionen von Transistoren, dann macht das eine Menge aus. Dann macht es sehr, sehr viel aus. Dann erlaubt es uns, dass zum Beispiel solch ein Produkt, das zwar sehr leistungsstark ist, in sehr flache, zum Beispiel Notebooks oder Tablets zu bauen. Das ist Sinn und Zweck der ganzen Übung. Und daran kann man das sehr schön sehen. Also wie gesagt, im Durchschnitt 0,2 Volt. Das ist die neueste Generation, 22 Nanometer. Vielleicht ein Größenvergleich, 22 Nanometer ist circa der 90.000ste Teil vom menschlichen Haar. Das heißt also, ich müsste ein Stück finden, das ich 90.000 Mal nebeneinander lege, dann ergibt es mein Haar, die Dicke meines Haares. Das ist also relativ klein, kann man sagen. So ein Reinraum übrigens in einer Fabrik, der ist circa 60 Mal sauberer und reiner als ein OP. Und es ist ein sehr aufwendiges Verfahren, solch eine Fabrik heutzutage zu bauen und auch die Maschinen dafür zu bauen. Können wir uns auch nochmal anschauen, wenn wir wollen. Aber das hier ist das Resultat. Und da haben wir mal Größenvergleiche gemacht. Also 100 Millionen von den Transistoren, von den Schaltern, bekomme ich da oben auf so einen Nadelkopf. 100 Millionen Stück, das kann man sich, also ich tue mir schwer, mir das vorzustellen. Und ich bewundere unsere Leute in der Fabrik, die sowas können und die sowas machen. Man kann es auch so darstellen, das war das, was ich eben gesagt habe, das ist die theoretische Zahl. Die theoretische Zahl ist, ein Transistor kann mehr als 100 Milliarden Mal pro Sekunde schalten. Der schaltet nicht 100 Milliarden Mal, weil dann wären wir bei 100 Gigahertz. Das ist aber nicht der Fall. Man hat normalerweise einen Betrieb bei einem Prozessor zwischen 2,5 und 3,5 Gigahertz vielleicht, irgendwo in der Bandbreite. Aber ein Einzelner könnte so schnell schalten, nur natürlich die zusammen nicht, weil dann dauert die Signallaufzeit von dem einen Prozessor, von dem einen Transistor bis zum nächsten Transistor viel zu lang und dann wird es nicht mehr funktionieren. Aber wenn wir das tun würden, also wenn wir jetzt wenn wir einen Lichtschalter versuchen würden, ein- und auszuschalten, also auch wenn es ein amerikanischer ist, wir können es ja mit dem deutschen versuchen, dann wären wir vielleicht ein bisschen schneller fertig, aber dann würde das relativ lange dauern, selbst wenn man sich sehr bemüht, das zu tun. Und das sind die Größenordnungen, in denen man sich dort bewegt. Wir haben noch einen anderen Vergleich, und das ist auch ein ganz netter. Das hier ist der erste Prozessor gewesen, den wir gebaut haben. Weiß übrigens jemand, dass unser erster Prozessor eigentlich ein Zufallsprodukt war? Dass wir das ganze Design von dem Ding verkauft haben, komplett? Gar nicht gewusst haben, was wir da verkauft haben? Also das war 1971, also irgendwann wahrscheinlich Ende der 60er, haben wir einen Auftrag bekommen von einer Firma, die hieß Busicom. Die hat Kassensysteme gebaut, in Japan, glaube ich, waren die. Und die Busicoms haben gesagt, ja, wir hätten gerne einen Chip oder eine Gruppe von Chips, die eben das Kassensystem unterstützt in der Addition, Multiplikation, Subtrahieren und. Dann hat sich bei uns einer überlegt, der Ted Hoff war das, der hat sich überlegt, Mensch, das sollte man eigentlich auf einen Chip tun. Da sollte man nicht drei Chips draus machen, vielleicht könnte man einen Chip machen und den könnte man vielleicht sogar noch programmierbar machen. Hat sich das überlegt und hat dann mit ein paar Leuten, mit Robert Noyce, das ist einer der Intel-Gründer, dann zusammen eben den 4004 entwickelt. Dann haben sie das Ganze zusammengebaut, haben ein Stück Software darüber geschrieben und haben es den Busicoms verkauft. Und zwar komplett, mit allen Rechten, mit allem, was dazu gehört. Ganze IP, Intellectual Property, alles war weg. Und Intel zu dem Zeitpunkt haben wir auch mehr so, wir haben Speicher gebaut und solche Sachen, waren mehr in dem Bereich unterwegs. Und dann fiel uns aber irgendwann auf, dass es vielleicht doch gar nicht so eine gute Idee war, den zu verkaufen. Das war ja irgendwie doch ziemlich gutes Know-how. Naja, zum Glück kam Busicom dann in Schwierigkeiten, in finanzielle Schwierigkeiten und dann haben wir das zurückgekauft. So, würde ich sagen, Schwein gehabt. Ja, also hätte ja auch schlimmer kommen können. Ja, also, und im Vergleich also zu diesem legendären 4004
im Vergleich zu dem heutigen aktuellen, und das ist dieser schon auf 22 Nanometer, so können wir sagen, sind wir 4000 Mal schneller. Ja, kann man ja erwarten. 5000 Mal weniger Energie pro Transistor. Ja. Und 50.000 Mal günstiger pro Transistor. Weil natürlich, klar, an der Menge von Transistoren, die man jetzt produziert, um einen Chip herzustellen, ist das natürlich nachvollziehbar. Die Preise gehen ja nicht so nach oben, die gehen ja, sind ja eher flach oder gehen leicht nach unten. Was man sich aber auch vorstellen könnte, ist, den da haben wir hergestellt auf einem, ich war ja bei Herstellungsprozessen vorhin, auf einem 10-Micron-Prozess. Wenn wir den da auf einem 10-Micron-Prozess herstellen würden, dann wäre der etwa 30 Quadratmeter groß. 30 Quadratmeter. Na, 5 mal 6 Meter so etwa. Über den Energieverbrauch braucht man da nicht zu reden. Der ist dann ein bisschen höher und über Notebooks bräuchten wir eigentlich auch nicht wirklich sprechen. Na, ich habe vielleicht noch einen netten Vergleich. Wir waren unglaublich stolz im Jahre 1997. Da haben wir mit den Sandia Labs in den USA haben wir ein sogenanntes High-Performance-Computing-Projekt gewonnen. Da waren wir noch relativ frisch in diesem Bereich und waren noch nicht wirklich so gut etabliert. Es gab große andere Player oder Mitspieler. Und dann haben wir das Projekt gewonnen und waren ganz, ganz, ganz stolz, dass wir also ein Teraflop Leistung erbringen konnten mit Servern, also großen Racks. Die standen einer neben dem anderen und haben eine ganze Turnhalle gefüllt. Und da hat die Sandia Labs, die haben auch wunderbar damit gerechnet, das ist ganz toll. Im letzten Jahr, im September, haben wir auf der Supercomputing-Konferenz in den USA einen Chip vorgestellt, der ist so groß. Es ist ein Testchip, ist noch nicht, also ist noch keiner, den man kaufen kann. Auf dem Chip kann man eine Leistung abbilden von einem Teraflop. Also von Turnhalle zu dem Teraflop im Chip von 1997 bis zum Jahr 2011. Also das sind so die Dinge, die da passieren. Und deshalb sage ich, dieses kleiner machen und diese Probleme lösen im Transistor sind für uns zumindest überlebenswichtig. Ein anderer Vergleich, aber das ist, finde ich, immer ein bisschen schwierig, muss ich gestehen, zum Auto, weil ich glaube, da sind andere Themen relevanter im Auto als das da offen gestanden. Aber das ist ein netter Vergleich, aber weiß nicht so recht, bin ich so der Freund davon. Ja. Das ist eine Zusammenfassung, was aus dem Ganzen rausgekommen ist. Also das heißt, wir haben über Strained Silicon habe ich nicht gesprochen, würde ich jetzt auch nicht machen, das wäre dann doch ein bisschen, würde zu weit führen. High-K-Metal-Gate, wie gesagt, meiner Ansicht nach, das Thema, das ist das Größte, was seit 40 Jahren Transistoren oder Mikroprozessortechnik überhaupt passiert ist, aber Transistortechnik eigentlich. Und heute sieht man das, das ist ja im Vergleich zu der Vorgängergeneration, das ist nicht zum Vergleich zu irgendwie dem 45 Nanometer oder 65 Nanometer, sondern das ist der Vorgänger, die Vorgängergeneration waren die 32 Nanometer und Produkte auf Basis von 32 Nanometer haben einen Zuwachs von Leistungszuwachs von 37% im Durchschnitt und haben eine Reduzierung der Leistungsaufnahme von 50%. Das gibt es auch selten. Also dass man auf der einen Seite die Leistung dessen, was man also erhält, massiv nach oben fährt und gleichzeitig das Ganze mit weniger Sprit macht, sozusagen im Vergleich. Aber das ist das, was ich eingangs sagte. Das Mooresche Gesetz auf der einen Seite sagt, ja, die Verdopplung der Transistoren auf einer gegebenen Chipfläche, aber immer nur dann, wenn ich damit auch energiesparender mindestens aber auf gleichem Energieniveau unterwegs bin. Wenn wir das nicht schaffen, dann können wir das Produkt gleich wieder abkündigen, weil dann werden wir es auch nicht verkaufen. Das sind die Rahmenbedingungen, in denen wir uns da bewegen. Ich habe dieses Bild für mich als Erinnerung da drin. Nehalem ist eine Architektur, die ist nach, das ist die, sozusagen das zweite, der zweite Kern auf dem High-K-Metal-Gate-Prozess gewesen. Aber ich habe dieses kuriose Bild dort, so sieht ein Die dann aus. Das sind übrigens vier Prozessoren, die da drin stecken. 1, 2, 3, 4. Vier Kerne, die da drin stecken. Und dann haben die da unten ihren Cache. Da ist der Cache, da ist er. Obwohl der normalerweise über alle quer hinweg benutzt wird. Wie dem auch sei. Und den habe ich da drin, weil das eine war jetzt Herstellungsprozess. Über Transistoren, wie baue ich die und wie kriege ich die möglichst klein zusammengepackt. Und das zweite ist natürlich, dass man sich parallel dazu architektonisch überlegen muss, was kann ich denn tun, so ein Gerät energiesparend zu betreiben. Da sind dann zum Beispiel so Themen, die
so auch klar nachvollziehbar sind, wenn nur ein Prozessorkern arbeitet, warum sollen die anderen nicht abgeschaltet werden, zum Beispiel? Wenn einer von denen sehr viel Speicher braucht hier unten, also Cache braucht, und die anderen wenig, na, dann gebe ich dem einen halt einfach dynamisch mehr und den Rest schalte ich ab. Und so kann ich das immer weiter auf jedes einzelne Bauteil, das ich hier auf so einem Chip oder einem Prozessor habe, ausweiten. Und das sind Überlegungen, die parallel dazu laufen. Und Nehalem war der erste Chip, auf dem wir das sehr exzessiv betrieben haben. Und da haben wir auch diese neuen Typen von Transistoren verwendet, die es uns erlaubt haben, nämlich bestimmte Dinge komplett abzuschalten, elektrisch abschalten. Das war vorher nicht möglich. Wir haben früher bei Mobilprozessoren, also vor der Zeit, haben wir natürlich auch schon Energiesparmodis eingebaut. Das heißt, dann sind die im Takt nach unten gefahren zum Beispiel. Dann wurde auch die Spannung runtergefahren, gerade so Schlafmodis. Und das hat man auch immer wieder in sehr kurzen Abständen gemacht. In so einem 50 Mikrosekunden Zeitraum wurde immer wieder die Spannung verändert und auch die Frequenz verändert eines Mobilprozessors. Das geschieht übrigens heute immer noch so in allen Notebooks, fällt nur keinem auf. Und da war es so, da konnte man den Takt abschalten. Wenn man den Takt abschaltet, liegt aber immer noch Spannung drauf. Da brauche ich immer noch Strom. Jetzt sind wir so weit, dass wir nicht nur den Takt abschalten, sondern wir können die Dinger wirklich abschalten. Ich kann das hier kontrolliert auf dem Prozessor machen und wir hatten eine sogenannte Power-Control-Einheit, das erste Mal hier auf einem Nehalem-Prozessor, die war so groß wie der 386er. Ja, also das heißt, war nur für Power-Management und für Power-Aktivitäten gab es hier ein Stück drauf, so groß wie der 386er. Und da könnten wir auch nochmal 2 Stunden drüber reden, welche Power- und Energiesparmodis es in so einer Architektur versteckt gibt, die dann so weit sogar reichen, dass man die Bildschirmansteuerung zum Beispiel für das Panel im Notebook, was ja extrem viel verbraucht, dass man auch das noch wiederum über so einen Weg hier steuern kann. Das heißt, dass man zum Beispiel den Hintergrund nicht dunkel schaltet, sondern die Farben einfach nur ein bisschen heller macht und dann dunkel schaltet im Hintergrund und dann wird das Ganze für uns nicht mehr sichtbar, aber erheblich energiesparender. So, das war der eine Teil. Der zweite Teil geht jetzt ein bisschen mehr dahin, was kostet denn der ganze Spaß überhaupt? Was macht man denn da und wieso muss man das tun? Und das sind nicht viele Folien in dem Zusammenhang. Das übrigens ist ein Tri-Gate. So sehen Tri-Gate-Transistoren aus. Da sehen aus wie so ein Gitter. Und das da ist der Bau einer Fabrik, was ein relativ aufwendiges Unterfangen ist. Das ist übrigens eine, die in den USA gebaut wird, das ist die Fab 42, das ist die neueste Fabrik, die wir momentan bauen, für den zukünftigen Herstellungsprozess, der noch nicht da ist. Das sind die Investitionen, die man tätigt. Also im Schnitt sieht man das relativ so zwischen 5 bis 6 Milliarden Dollar für das Thema Capital, das heißt, das ist in erster Linie Fabriken bauen oder Fabriken umbauen. Und auf der anderen Seite hat man für Forschung und Entwicklung natürlich relativ große Aufwendungen, die in diesem Jahr übrigens speziell nach oben gehen, weil die Kosten für die zukünftigen Prozesse steigen und zwar massiv steigen und auch der Bau dieser Fabriken massiv steigt. Also was hier drin zum Beispiel steckt ist, dass wir jetzt in diesem Jahr bisher, glaube ich, 1,8 Milliarden Dollar ausgegeben haben für 2 14-Nanometer-Fabriken, also die nächste Stufe, die noch kleiner wird. Was das aber auch bedeutet, und das ist vielleicht noch eine viel interessantere Geschichte, das hat mal ein Analyst ausgerechnet, die Einstiegshürde in dem Bereich Halbleiter, also das heißt, wenn man einen Halbleiter herstellen will oder Prozessoren herstellen will, aber das Halbleiter in erster Linie herstellen möchte und man möchte das auf den aktuellsten Prozessen machen und man betreibt so eine Fabrik und eine Fabrik kostet übrigens 5 Milliarden Dollar, wenn man die baut etwa. Das ist so grob, das sind die Kosten für eine Fabrik mit der Ausrüstung und allem dazu. Und wenn man das zugrunde legt, dann haben die Analysten mal flott errechnet, dass man also mindestens einen Jahresumsatz von 8 bis 10 Milliarden Dollar machen muss, um überhaupt in dem Geschäft bestehen zu können. Also das ist so die Einstiegshürde, die man überwinden muss, um überhaupt in das Geschäft einzusteigen. Das zeigt auch, weshalb es nicht mehr so viele gibt, die das noch machen im großen Umfang. Das ist das Fabriknetzwerk, das wir haben auf dem ganzen Globus. Bei uns, auch da, der Hintergrund ist weniger zu zeigen, wo sie überall stehen, sondern eigentlich eher das Verfahren. Wenn wir eine Fabrik bauen, das hat bei uns der Gordon Moore hat das eingeführt und der Craig Barrett, glaube ich, weitergeführt, genau, Gordon Moore. Der hat einen Prozess entworfen, der heißt Copy Exactly. Und das ist extrem wichtig für Fabriken. Also das hier, die da oben, die gelblichen, speziell das sind eben die Fabriken, die Wafer, wie er da steht, letztlich relativ blank bekommen. Die kommen dann von Wacker oder von anderen Zulieferern.
haben eine Schichtung drauf, die wir abgesprochen haben mit ihnen, und dann gehen die halt in die Fabrik, durchlaufen in der Regel übrigens so 350 Prozessschritte. Das Ganze dauert circa 4 Wochen, also 3 bis 4 Wochen, bis hinten dann letztlich der Wafer so rauskommt oder etwa so rauskommt, wie der hier aussieht. Dann wird der genommen, wird verschickt. Ups, da wollte ich nicht hin. Wieder zurück. Wird verschickt, meistens in diese Region Vietnam und Penang. Penang schon seit ewigen Zeiten, Malaysia. Und wird dort dann zersägt, weil da sind ja immer diese Quadrate oder Rechtecke drauf. Die werden zersägt. Dann werden sie in ein sogenanntes Package getan und dann wieder in die Welt verteilt. Ja, also so ist es schon seit ewigen Zeiten. Und in diesen Fabriken, ich wollte irgendwas zu den Fabriken sagen, was mir jetzt gerade entfallen ist, muss ich offen gestehen. Copy Exactly war es. In diesen Fabriken hier ist es natürlich extrem wichtig, gerade auf dem gleichen Herstellungsprozess sicherzustellen, wenn ich eine Fabrik habe. Hier oben, die zum Beispiel diese in Oregon, diese Fabriken sind immer unsere Test- und Entwicklungsfabriken. Dann habe ich aber in Israel plötzlich eine Fabrik oder ich habe in Irland eine Fabrik und die baue ich da auch. Und die muss ich auf den Erkenntnissen von denen da bauen. Dieser Copy Exactly Prozess heißt, die bauen die Fabrik exakt so, wie das Ding da gebaut haben, wird das in Irland zum Beispiel aufgebaut. Für den nächsten Fertigungsprozess. Was dann passiert ist, die Leute, die in Irland eigentlich arbeiten sollen, arbeiten für 6 Monate in der Development-Fabrik. Die Fabrik in Irland wird dann eben fertiggestellt. Und dann kommen diese Leute in die Fabrik in Irland und die sieht exakt so aus. Gleiche Stelle, wo die Türen sind, gleiche Stelle, wo ein Pfeiler ist, gleiche Stelle, wo die Maschine steht. Alles vollkommen identisch. Die können die da reinstellen, die können sie die Augen verbinden und die können da durchlaufen. Und das ist für uns zumindest ein Qualitätsgarant, der es uns erlaubt, dann auch diese geringen Ausfallraten zu haben. Denn je höher die Ausfallraten sind, desto weniger lukrativ wird das ganze Verfahren natürlich. So, das war nur der Hintergrund zum Fabriknetzwerk. Ich habe darüber gesprochen, wir haben 2 Fabriken momentan, die wir bauen. Wie gesagt, in Arizona, das ist die wir da auf dem Bild gesehen haben, die 14 Nanometer ist. Und wir haben sogenannte 22 Nanometer Fabriken im Bau oder in der Produktion. Eigentlich sind die, glaube ich, alle schon in Produktion, die laufen alle schon rauf. Und das sind auch etwa so die Anzahl der Fabriken, die man braucht, obwohl man natürlich sagen könnte, wenn ich jetzt kleiner werde, könnte ich ja irgendwann auch weniger Fabriken brauchen. Das wird sicherlich irgendwann der Fall sein. Man wird irgendwann auch die Wafer noch wieder verändern. Das sind sogenannte 300 mm Wafer. Früher waren das mal 200 mm Wafer oder auch 150 mm Wafer. Und man plant irgendwann in einem der nächsten Prozesse auf sogenannte 450 mm Wafer zu gehen. Das ist übrigens ein Problem, weil dadurch, dass sie natürlich auf so kleinen Strukturen arbeiten, müssen sie sicherstellen, dass sich ein Wafer nicht durchbiegt. Auch wenn wir nicht sehen, dass sich der durchbiegt, der biegt sich irgendwann durch. Und bei 450 mm noch viel eher. Auf der anderen Seite ist es natürlich toll, wenn man plötzlich eine Fläche hat, die 450 mm als Durchmesser hat, dann kann ich wieder in einem Produktionsschritt mehr Prozessoren zur gleichen Zeit herstellen. Also hat alles Vor- und Nachteile. Aber man wird die 450 mm Wafer ganz sicherlich irgendwann haben, um dann letztlich noch kostengünstiger herstellen zu können. Denn wir werden auch noch Produkte haben, die vielleicht diese Größe haben, und dann werden die irgendwelche Rechenfunktionen haben und die müssen da einfach abgebildet werden. Genau, so. Und das ist die letzte Folie zu dem Thema. Was wir bei uns machen, ist, wir lagern bei uns auch nichts aus. Das heißt, selbst sogenannte Masken, die man in der Belichtung braucht für diese Wafer, um dann die Strukturen dort aufzutragen, weil die Strukturen auftragen heißt, dass man das letztlich macht wie in der Foto- und Bildentwicklung. Heute ja kaum noch der Fall aufgrund der digitalen Bilder. Aber wenn man so traditionell Fotos entwickelt, dann macht man das ja mit Säure und belichtet das Ganze dann. Das tun wir auch. Und dann hat man Masken, um diese Strukturen und diese Bahnen da aufzubringen. Ist übrigens auch ganz interessant, wenn man sich so einen Chip anschaut, sind ganz unten Transistoren und darüber sind die ganzen Verbindungsleitungen. Es ist also nicht, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass man einen Transistor da hat, den anderen hat man da und dann verbindet man die so, sondern die Transistoren sind alle nebeneinander und werden dann nach oben hin verbunden, wie im Hochhaus. Gut, und ich glaube, dabei belassen wir es auch. Das ist jetzt eigentlich, ja, das ist die vorletzte Folie. Damit, was wir hier sagen wollen, ist natürlich, indem wir dass wir immer kleiner werden, erlaubt es uns auch, in immer mehr Gerätetypen hineinzukommen. Und wer weiß, wie die nächsten wiederum aussehen, wer weiß, was nach dem Tablet kommt.
Da wird bestimmt irgendeine Art Funktion kommen. Wer weiß, was nach dem nächsten Smartphone kommt. Auch da wird irgendwas kommen. Eins werden sie wahrscheinlich alle gemein haben, diese Produkte. Die werden klein sein, sie sollen sehr, sehr intelligent sein, sie sollen wahrscheinlich mit natürlichen Daten in irgendeiner Form umgehen. Das heißt, ich soll mit denen sprechen können oder sie sollen vielleicht auf Gestik oder was auch immer reagieren. Sie sollen immer merken, wo ich gerade bin. Sie sollen das alles verarbeiten können, bestenfalls. Und wenn nicht, dann mindestens aber immer eine Netzwerkverbindung halten. Und das muss abgebildet werden in immer kleineren Chips. Und diese Chips müssen immer günstiger werden. Und deshalb ist das ganze Spiel eben so extrem wichtig für uns, das so zu machen. Und da natürlich auch immer weiterhin extrem energiesparend zu sein. Sonst, wie ich schon sagte, wird das nicht von Erfolg gekrönt sein bei uns. Und das war's. Wir achten auf die Details. Ich glaube, das hat man gesehen. Wir sind wahrscheinlich Detailfreaks an der Stelle. Und bei uns, die in der Fabrik sind, ist noch mehr, als wir es sind. Und wir investieren weiterhin, um das Ganze so zu skalieren, wie wir es gemacht haben. Und wir werden auch weiterhin in die Forschung investieren. Wir haben das übrigens auch in Karlsruhe getan, hier in dieser Ecke. Da haben wir einen Automotive-Bereich aufgemacht. Das heißt, da haben wir ein Automotive-Lab, um zu lernen, was muss denn ins Auto kommen und was muss man dafür noch tun. Und damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Vielen Dank für den Vortrag.